Hallo und herzlich willkommen hier zum Pro-Cycling Manager. Wir schauen uns jetzt nochmal Seite an, und zwar die Fähigkeiten-Seite. Die ist ganz interessant. Leistung. Willenskraft. Ganz interessant das Ganze hier, ne? Stufe 1. Achso, hier kann man dann Fähigkeitenpunkte vergeben, aber momentan haben wir noch 0. Na gut. Wir schauen es heute, aber das finde ich mal sehr interessant. Wir schauen es heute mal, den Cyanide Cup 2 an. Beim letzten Mal, in der letzten Folge, haben wir ja schon mal einen 7. Platz erringen können. Das war ja schon mal nicht schlecht. Und heute fahren wir zusammen mit Ion Aberasturi, Sergei Chernechi, denn Kai Rural braucht jedes Jahr einen Russen im Team. Ich weiß nicht warum. Sebastian Mora ist wieder dabei. Alex Aranburu ist mit dabei. David Gonzalez und eben wir, der gute Fritz Fridolin Sören. Favoriten für heute, Guillaume Martin, Visconti, Santa Romita und so weiter und so fort. Auch Chernechi ist einer der Favoriten, von daher würde ich mal sagen, wir sehen uns im Rennen. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum PCM im Rennen, Cyanide Cup 2. Unsere Rolle auch hier ist wieder Wasserträger. Mindestens, ja, also wir sollen wieder 20 Kilometer an der Spitze fahren. Und wir sind, oh, heute gibt es aber viele Wasserträger. Also nur Mora und Chernechi sind führende Außenseiter, was auch immer das heißen soll. Aber, so, was steht hier? Anweisung des Kapitäns, Chernechi. Hey, lass mich nicht hier im Wind hängen. Fritz, ich hole mir eine Erkältung. Was? Bist du besoffen? Oh, Digga. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal ihm helfen. 120 Kilometer haben wir Zeit. Davon müssen wir 20 am Stück vorne fahren, um die Idealbewertung zu bekommen, damit unsere Arbeit auch gewürdigt wird. So, Chernechi. Fahren wir nicht so weit vorne, dann passt das auch. Und wir machen mal Tempo im Feld, würde ich sagen. Wieder 72 Fahrer dabei. Oh, Lukas Spengler! Ach, Lukas! Geil, schön, dass du hier bist. Grüße gehen raus an Lukas Spengler hier. Absoluter Ehrenmann. So, Maestri greift an. Jetzt Bayer mit der Attacke. Und wir schauen mal. So, 2 Kilometer haben wir schon geschafft. Ist das nicht toll? Also, wir sind jetzt halt so ein bisschen der Arbeiter. Mal eine komplett andere Rolle. Weil beim PCM, da konzentriert man sich ja auf alle. Und die ganz normalen Helfer sind da eher so kleinere Fahrer. Auf die man sich jetzt halt nicht so krass konzentriert. Aber hier ist das halt ein bisschen anders. Hier sind wir selbst der Helfer und müssen mit der Rolle klarkommen. So, ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen vorne, solange das Tempo noch nicht hoch ist. Dann sollten wir ein paar Kilometer fressen können. Ich hoffe, dass das geht. Denn es wird dann halt auch kackhügelig. Also das hier ist das Profil. Das sieht schon übertrieben anstrengend aus. Und ich glaube, da werden wir, auch wenn wir einen 65er Hügelwert haben, nicht wirklich was machen können. Wer fährt hier alles so mit? Visconti ist mit dabei, Eiking, Martin, Santa Romita, wie wir schon gesehen haben. Lars Bohm auch wieder mit am Start. Und was wollte ich jetzt noch gucken? Achso, außer aus der Gruppe Romain Fayu, dann Six, Bresciani und Reinders. Also jetzt keine Fahrer, die ich unbedingt kenne. Weiß ich, wie es bei euch ist. Außer Romain Fayu natürlich, den kennt man halt irgendwo her. So ein bisschen, ne? War ja in meinem gelben Trikot unterwegs und so weiter und so fort. So, Fridolin Sören. Die Einmann- Kontrollgruppe hier. Er macht jetzt Tempo fürs Feld und für Team Kaya Rural. Und wir haben gleich das Arbeitsziel geschafft. Das wäre super, weil danach können wir uns halt ganz entspannt auf die ganzen anderen Aufgaben konzentrieren. So, jetzt gibt es hier wieder Tempoverschärfung, vor allen Dingen von Wonti Group. Die fahren sehr, sehr aggressiv, auch schon während des ersten Rennens. Ich würde aber schon gerne das Arbeitsziel für heute schaffen. Im Vergleich zum letzten Mal. So, vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Und die Gruppe hat sich wieder ein bisschen mehr in den Hintergrund gezogen. Ja, und wir schaffen es, oder? Yes, Arbeitsziel 100%. Geil. Dann können wir jetzt auch wieder ein bisschen weniger Tempo geben. Also das Arbeitsziel haben wir schon mal erreicht. Jetzt müssen wir halt gucken, was wir noch so fürs Team arbeiten müssen. Vielleicht mal Getränke holen. Das mussten wir im ersten Rennen für Kaya Rural noch gar nicht. Da wurde der gute Irisari, glaube ich, hieß er.
abgestellt dafür und wir konnten uns da schön raushalten. Theoretisch brauche ich jetzt auch nicht weiter vorne fahren, ne? Kann ich eigentlich ganz normal im Feld chillen. So, Chenechi wird schon beschützt. Nee, wird er nicht. Dann mache ich das gerade mal. Schützen wir mal ein bisschen unseren russischen Bruder hier. Während Abarasturi auf Mora aufpasst. Das ist okay. Ich finde es krass, dass Aranburu bei diesem Rennen eine komplette Helferrolle bekommen hat. Weil ich meine, so schlecht ist der Typ ja jetzt auch nicht. Ist jetzt kein unbedingter Favorit für so ein Rennen. Das nicht, um Gottes Willen. Aber was ist das hier eigentlich? Was soll mir das hier eigentlich sagen? Diese 2, die vorher noch eine 1 war. Tagesform kann es ja eigentlich nicht sein, weil die steht hier. Oder? Ja genau, Tagesform minus 1. Keine Ahnung, was das hier sein soll. 60 Kilometer noch. Wir sind immer noch der Beschützer von Sergei Chenechi. Burgos Beace, ey. Also ich weiß nicht, ob ich mich an diese Trikots jemals gewöhnen werde. Matrazzo haben wir hier, den ehemaligen Kaya-Fahrer. Ja, momentan sind es die Mannschaft Wonti Group. So, wie, wer ist denn das andere Team hier? Das sind die. Ach, das sind Neri Sottoli. Ich dachte die ganze Zeit, das wären Mitschlutten. Aber die haben nur einfach dieselben Trikots. Mehr oder weniger. Also, das ist die Mannschaft von Giovanni Visconti. Hier haben wir ihn auch. Santa Romita. Mal neben so einer Legende hier im Rennen fahren zu dürfen, das ist wirklich eine Ehre. So, und Fridolin Sören hat jetzt so seine Problemchen hier an diesem ersten Anstieg. Oh, und der kommt noch dreimal, ne? Ich möchte ja nur mal betonen, dass dieser Anstieg noch dreimal kommt und wir haben jetzt schon so unsere Probleme. Uiui, das wird heute, glaube ich, eine Lehrstunde für uns. Nach dem richtig guten Resultat im ersten Rennen, gleich mal Top 10, wird das heute, glaube ich, eine absolute Lehrstunde. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil er ist halt auch einfach nicht der Beste am Hügel. Boah, die Werte, die Balken meine ich, die schwinden hier nur so. Hast Gel genommen. Ja, also noch sind wir mit dran. Wo ist der Rest unseres Teams? Auch noch mit dabei, ne? Ja, also Kaya Rual, nicht schlecht unterwegs. Van Stein, der fährt jetzt hier bei Roompot? Das wusste ich gar nicht. Ehemaliger Fahrer von Topsport Flanderen, als die noch so hießen. Mittlerweile ist ja nur noch Sport Flanderen. Den Topsport, den haben sie jetzt wahrscheinlich Quickstep überlassen. Auch vom Namen her. Haben sich wohl damit abgefunden, dass das nichts wird mit dem Top. Ich glaube, Topsport Flandern ist auch so ein bisschen eine inoffizielle Nachwuchsmannschaft von Quickstep, ne? Weil, weiß ich nicht, die bilden so viele Fahrer aus, die dann bei Quickstep landen, früher oder später. Kann natürlich einfach sein, also dass die Mannschaften wirklich nichts miteinander zu tun haben, aber Quickstep sucht halt gute Fahrer, vielleicht auch bevorzugt aus Flandern. Ja, und dann ist natürlich Topsport eine gute Adresse. Auch die Wallonie hat ja ihr eigenes Team mit Wallonie Bruxelles. Gibt's ja auch. So, und vorne haben wir jetzt noch Romain Feuillet und Six, falls der denn so ausgesprochen wird. Und wir sind noch mit dabei, aber jetzt kommt gleich zum zweiten Mal dieser ekelhafte Hügel. Und den müssen wir jetzt hier irgendwie hochdrücken. Ich mach mal eigenes Tempo, dann sind wir vielleicht nicht ganz so schnell platt. Ja, lass dich mal nicht bitte von dem behindern da. Oh, schwierig. Komm, bleib dran. Bleib dran, Junge. Ja, ist dran geblieben. Oder? Ah, Moment. Die Lücke geht jetzt schon noch auf. Oh, das war vielleicht keine gute Idee, da nach Einsatzbalken zu fahren. Da vorne ist nämlich auch nochmal eine Lücke aufgegangen und jetzt sind wir so ein bisschen in der Bredouille. Easter und Co. sind hier drin. Über diesen zweiten Hügel müssen wir jetzt irgendwie mit drüber kommen. Oh je. Ah, hier, die sehen alle nicht mehr so frisch aus. Van Chip ist mit dabei. Payot, eigentlich kein schlechter Bergfahrer, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, und auch Fridolin Sören, der hat jetzt so seine Probleme. Aber Rasturi hat auch seine Probleme. Und auch Gonzales ist hier mit dabei in der Gruppe. Mit dem kann ich aber nicht wirklich was machen.
Weil der mir gleichgestellt ist, ne? Wir sind beide Helfer, also kann ich dem jetzt nicht sagen, ey Digi, beschütz mich mal oder so ein Quatsch. So weit sind wir hier noch lange nicht. Naja, wir reihen uns hier mal ein und hoffen, dass wir irgendwie noch den Abstand zum Feld gering kriegen, aber ich glaube eher nicht. Vor allen Dingen, es kommt ja gleich nochmal so ein Hügel. Und der wird uns einfach komplett zerbersten. Also wir fahren denselben Hügel gleich nochmal. Und das ist nicht gut für uns. So, Abarasturi ist eingeholt. Ion Abarasturi ist jetzt hier ein Teil dieser Gruppe. Eine Minute Rückstand haben wir auf das Feld. Mit Cianecchi, Santa Romita und allen anderen. Aber ich glaube, das war's. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal rankommen. Eine Minute circa Abstand. Da liest zu viel. Van Steyn ist hier hinten drin. So. Das nächste Mal diesen Anstieg erklimmen. Ja, Fridolin Sören, der ist halt einfach kein Hügelspezialist. Und auch kein Bergspezialist. Dementsprechend tut das hier einfach weh. Okay, es war jetzt ein Fehler, auf Führungsarbeit zu klicken. Denn die kann er einfach nicht leisten. Aber wir haben Abarasturi und Gonzales abgehängt. Die konnten ihr nicht folgen. Ah, da sind sie wieder. Zumindest Abarasturi. Gonzales nicht. Der kann hier nach wie vor nicht mitfahren. Ah, jetzt hat sich aber auch Fridolin, glaube ich, gerade abgeschossen. Dieser kurzen Tempoverschärfung. Vorne greift Visconti an. Können wir jetzt leider nicht sehen, weil wir sind hier hinten. Wir haben einfach nur die Perspektive eines Helfers, der wir nun mal sind. Und kriegen leider jetzt heute vom Etappenfinale gar nichts mit. Oder vom Rennfinale. Noch 5 Kilometer. Ja, und hier in der Gruppe sind einfach alle platt. Giovanni Visconti gewinnt den Cyanide Cup 2. Und guck mal, Sergio Cianecchi wird Zweiter. Ivan Santaromita Dritter. Also, gutes Ergebnis für Caio Reis. Sebastian Mora wird noch Sechster. Und auch Alex Aramburu schafft es immerhin auf Platz 14. Also, sehr starkes Resultat, sehr starkes Ergebnis für unsere Mannschaft, für Caio Reis. Muss man ja mal so sagen. So, jetzt gibt es hier noch den Sprint um die letzten Plätze. Schauen wir mal, was wir hier noch erreichen können. Oh, Fridolin Sören schmuggelt sich hier nochmal nach vorne und wird am Ende 26. Naja, aber wir waren heute nicht der Kapitän. Ich denke, wir haben eine ganz okay Arbeit geleistet. Es war auf jeden Fall gut, dass wir am Anfang unser Arbeitspensum gemacht haben, weil danach hätten wir keine Chance gehabt. Hier sehen wir Cianecchi. Da links ist Mora. Die also ein gutes Resultat gemacht haben. Und damit Glückwunsch an Giovanni Visconti zum Sieg. Zweiter also Cianecchi. Dann Santa Romita, Martin, Bohm, Mora, Madrazo, Rybalkin, Vlasov und Juan José Lobato wird Zehnter. Also das sind die Ergebnisse des heutigen Tages. Gute Leistung unseres Teams, wie gesagt. Wir sind immerhin der viertbeste Fahrer unserer Mannschaft geworden. Als 26. Das ist doch auch mal okay. So, dann schauen wir mal. Also, ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ihr Manager ist mit dieser Leistung besonders zufrieden. Cianecchi Platz 2. Da kriegen wir auch einen Boost. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben gerade die nächste Stufe erreicht. Stufe 2. Bonus. Fähigkeitenpunkt. Wählen zwischen Verbesserung der Eigenschaften oder Entwicklung des Potenzials wahrscheinlich. Nächste Stufe. Genau das gleiche. Okay. So, Sie können zwischen einem Fortschritt der Entwicklung oder einer Entwicklung des Potenzials wählen. Also Fortschritt der Attribute erhöht die Eigenschaften abhängig von der gewählten Achse. Okay, das heißt, wir werden dann... Ich verstehe. Das heißt, wenn wir jetzt auf Puncheur trainieren... Lol, dann wären wir hier bei 66 und 72, 71. Wenn wir auf Sprinter trainieren, wären wir hier bei denselben Werten. Da ändert sich jetzt nicht so viel. Nur der Prolog ist dann halt nicht so krass geboost, aber wen interessiert's? Ich gucke jetzt nur mal Interesse halber die anderen Dinger durch. Also den Sprintwert behalten wir so oder so. Da verbessern wir uns jetzt dementsprechend. Und Doppelsprinter können wir jetzt auch nicht machen. Also machen wir Puncheur. Oder wir können die Entwicklung des Potenzials machen.
Ermöglicht Fortschritt, indem die Vielseitigkeit langfristig gesteigert wird. Was heißt das? Signifikanter Fortschritt, ihr Potenzial wechselt den Bereich. Geringfügiger Fortschritt, ihr Potenzial bleibt im selben Bereich. Signifikanter Rückschritt, ihr Potenzial wechselt den Bereich. Aha. Das heißt, hiermit könnten wir am Berg stärker werden. Also, das ist Potenzial. Okay, damit hätten wir ein stärkeres Bergpotenzial und Hügelpotenzial. Und hier haben wir sowieso 85er Potenzial. Also, hier können wir das Maximum erreichen. Prolog- und Kopfsteinpflasterpotenzial würde sich ändern. Wenn wir jetzt hier auf Sprinter gehen, das ergäbe keinen Sinn mehr. Also, Puncheur, da würden wir hier auf 85 klettern. Wenn ich hier jetzt sage, ich möchte auf Nordklassiker gehen, wäre auch nicht schlecht, ne? Wäre jetzt auch nicht so schlecht. Dann machen wir das doch. Oder? Oder wollen wir einfach mal die Attribute erhöhen am Anfang? Ja, ist vielleicht besser. Am Anfang erstmal die Attribute erhöhen und dann irgendwann können wir das machen. Vielleicht bei der nächsten Entwicklungsstufe oder so. Gucken wir mal. Okay, dann haben wir jetzt 72 im Sprint und 71 in der Beschleunigung, wenn ich das richtig gesehen habe. Und sind damit schon mal nicht ganz kacke. Ich freue mich. So. Und jetzt kommt als nächstes der Cyanide Cup 3 und der ist noch mal schwerer als das, was wir jetzt gefahren sind. Also das kann eine Herausforderung werden. Also in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss.